Überraschender Gast zusammen mit Bayern Hazard-Spiel aufgetaucht. Beim Hazard-Spiel des FC Bayern gegen den FC Barcelona geht es auf dem Sportplatz überher. Das Schauspiel sieht einer von der nicht überdachte Zuschauertribünenplätze aus, der dem Club, so wie es aussieht, noch immer nahe steht. Überraschender Gast zusammen mit Bayerns Champions League-Gastspiel in Barcelona. Hasan Salihamidžić schaute sich selbige dritte Partie der Münchner in dieser Königsklassensaison live in dem Stadion an. Der Bosnier postete vor Anpfiff eine Darstellung in seiner Instagram-Story, dasjenige ihn auf der nicht überdachte Zuschauertribünenplätze des Olympiastadions in Barcelona zeigte. Salihamidžić hatte unter 1998 und 2007 den Profi in München bei Kontrakt gestanden, insgesamt halbes Dutzend Meistertitel, 4 Pokalsiege und einen Jahresabschluss in der Champions League gefeiert. 2017 wurde er Sportdirektor zusammen mit seinem Herzensclub, 2019 folgte der Hosenschritt zu einem Sportvorstand. Im Mai 2023 trennten selbige Bayern sich in diesem Moment von Salihamidžić. Seitdem wurde es bedächtig aufgrund dessen ihn. Nun im weiteren Fortgang mal nochmals ein Lebenszeichen von Brazzo, den Salihamidžić namenswert. Allein schaute sich der 47-jährige selbige Partie an dem Mittwochabend in Katalonien derweil aber nicht an. An seiner Seite, ein anderweitig ehemaliger Bayern-Mitarbeiter. Auf dem Foto auf Instagram ist sogar Marco Neppe zu sehen. Er war solange bis Frühjahr 2024 technischer Direktor in München. Dem Vernehmen hinter ist Neppe mittlerweile in Kanada aktiv, arbeitet denn externer Berater für den MLS-Club Toronto FC, mit höherer Wahrscheinlichkeit hierbei lesen Sie hier. Ein Glücksbringer waren selbige beiden Funktionäre für ihren Ex-Verbundigung nicht. Der FC Bayern ging in Barcelona bei, verlor an dem Schluss atomar spektakulären Hazard-Spiel verdient mit 1:4.